Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen hier bei uns weiterhin im Programm. Sie sehen uns wahrscheinlich gerade gestochen scharf, aber können Sie uns auch perfekt hören mit Ihrem tollen Fernseher? Ja, das ist jetzt die Frage, um die es sich hier bei uns dreht, denn wir haben tolle Soundbars für Sie. Und die brauchen Sie, damit Sie für Ihren Fernseher auch den besten Klang haben. Und warum, das erklärt uns jetzt der Ralf. Ja, und das ist eigentlich ganz, ganz einfach erklärt. Wenn wir uns mal einen herkömmlichen Fernseher anschauen, der ist, ja, ich weiß nicht, wie groß Ihrer ist. Meiner zu Hause ist zum Beispiel jetzt 50 Zoll, es gibt 60, es gibt 65 Zoll, ultrascharf bis 4K Auflösung. Aber wenn man mal rundherum schaut, da ist nirgends Platz für einen Lautsprecher, der zu mir hin, also nach vorne abstrahlt. Das heißt, in diesen unglaublich tollen Fernsehern, das sind sie also wirklich alle, ja, müssen die Lautsprecher nach unten oder nach hinten verbaut werden. Das heißt, da geht einfach Klangqualität verloren. Ganz egal, wie hochwertig und wie teuer die Lautsprecher sind. Das ist, wie wenn wir uns unterhalten und uns den Rücken zudrehen. Ja. Wir werden uns einfach nicht richtig verstehen. Der Ton kommt nicht bei Ihnen an. Und deshalb gibt es hier Soundbars. Und ich muss sagen, als ich meine installiert habe, das war so ein Aha-Effekt. Ich habe gedacht, wow, so kann es also klingen. Ja, ich hatte am Anfang 50 Zoll, hab schon immer schön Lautstärke hoch und der Klang fand ich, war okay, man konnte es hören. Ja? Aber dieser Unterschied, der wird erst deutlich, wenn ich so eine Soundbar anschließe. Und das ist heutzutage unglaublich einfach und vor allem auch kostengünstig. Wir haben drei dieser Soundbars hier für Sie vorbereitet. Die, die wir jetzt sehen, ist die erste. Die ist 1 Meter lang. Hier natürlich in Klavierlackoptik, also wirklich unglaublich schön und hat einen richtig satten Klang, nämlich mit 80 Watt Musik Spitzenleistung. Und ich habe die bei mir, genau diese jetzt, also unsere erste, die habe ich bei mir im Wohnzimmer. Ja, und ich, also ich bin total begeistert. Ich schalte die ein, anschließend ganz, ganz einfach Toslink-Kabel rein. Ja. Also das ist ein Glasfaserkabel und da hast du digitalen Klang dann. Oder wenn du einen älteren Fernseher hast, dann geht es auch über Stereo-Cinch. Ja, und jetzt machst du den Fernseher an, geht automatisch hier drauf und machst die Soundbar an und du hast die klaren Töne. Und jetzt also nicht nur bei Musik oder bei Filmen, sondern auch die Nachrichten. Den Nachrichtensprecher hörst du wieder besser und so weiter und so fort. Es ist einfach faszinierend, was passiert. Ja, und hier haben wir jetzt unser Grundmodell und hier haben wir auch noch was ganz, ganz Besonderes. Wenn wir uns das mal anschauen, schauen Sie mal jetzt auf die Unterseite des Fernsehens, weil da ist er angebracht. Komplett unscheinbar. Ja, die sieht man fast gar nicht. Ja. Die sieht sehr, sehr schick aus. Du, das bei mir fällt sie überhaupt nicht auf. Also wenn ich nicht darauf hinweise, dass das nicht zum Fernseher gehört, aber ich zeige es Ihnen kurz, sehen Sie, gehört nicht zum Fernseher. Ist hier jetzt einfach auf den Fuß gestellt. Könnte ich aber auch jederzeit oben drüber hängen. Die Aufhängevorrichtungen sind eben auch gemacht. Jetzt kann ich hier nicht nur den Fernsehton hören, sondern das ist auch noch so eine kleine Stereoanlage für zu Hause, entweder per USB-Stick oder per Bluetooth zu betreiben. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe hier einen USB-Stick drin und jetzt schalte ich die ganze einfach mal ein und Sie werden gleich diesen Klang hören. Und gehen wir eins weiter. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen lauter machen, bin auf die falsche Taste gekommen, macht aber nichts. Jetzt machen wir mal lauter. Und dann hören Sie mal, was hier rauskommt. Bei 80 Watt, ja, Musikspitzenleistung. Und man muss natürlich nicht oben jetzt in den oberen Bereich, aber es geht natürlich hier bei dieser Leistungsstärke auch um den Klangbereich in leisen Tönen. Und vor allem, du verstehst eben wieder alles klar. Und der Wahnsinn, oder? Ist es toll, was man da für einen Klang hat plötzlich? Das ist super, super schön. Gerade wenn man dann schön Film schaut, da sind ja immer wieder die Klänge, die einen dann auch da in den Film mit reinholen. Ne? Ich meine, natürlich, da gibt es die Aussage, und die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, von Steven Spielberg, ein großer Prozentsatz der Wirkung eines Films liegt am Sounddesign und an der Musik. Also Sounddesign, da sind diese Effekte gemeint, bei Gruselfilmen ganz, ganz hoch. Ja? Ein Gruselfilm ohne Ton wäre kein Gruselfilm, da würdest du nur müde gähnen, weil diese ganzen Musikeffekte und Toneffekte, die gehören natürlich dazu. Aber auch, wenn du mal eine Musiksendung anschaust, ja, oder egal, was du anschaust, es wird wieder klarer. Und Sie werden zu Hause auch diesen Aha-Effekt haben. Jetzt haben wir hier die Fernbedienung schön in Großaufnahme. Die ist unglaublich einfach und übersichtlich. Aber eine Taste haben wir gerade gesehen, da steht 3D drauf. Jetzt kann ich mit diesen Soundbars auch so einen raumfüllenden 3D-Klang erzeugen, weil das sind ja Stereo-Soundbars und die haben links und rechts jeweils 4 Lautsprecher.
Und die kann ich jetzt unterschiedlich hier ansteuern. Und das muss ich natürlich nicht machen, sondern das macht das Gerät automatisch, sobald ich die 3D-Taste drücke. Und dann habe ich einen raumfüllenden Klang. Also egal, wo im Raum ich bin, ich habe überall die gleiche Empfindung. Das ist so toll, oder? 3D-Klang für Ihr Zuhause, damit Sie den Rundumklang dann bei sich im Wohnzimmer haben. Das haben Sie sich doch schon immer gewünscht, oder? Gerade wenn man dann so einen schönen Film schaut, seinen Lieblingsfilm, Ihren Lieblingsfilm. Ja, ich weiß ja nicht, was Ihr Lieblingsfilm ist, aber Sie haben bestimmt so einen Lieblingsfilm, den Sie gerne schauen. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich glaube, ich habe gar keinen so richtigen Lieblingsfilm. Es gibt einige Filme, die ich immer wieder gern schaue, auch so Klassiker. Ich war ganz begeistert. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Hercule Poirot wieder in die Kinos jetzt kommt. Und zwar Mord im Orient Express. Kennen Sie den? Ja, kennt den nicht. Der kommt jetzt wieder neu im Kino. Ja? Also das ist ein Film zum Beispiel, so ein Klassiker. Da bin ich ganz gespannt, wie der im Kino sein wird. Auch mit den dann Effekten, weil das ist ja wirklich so ein Klassiker dann. Ne? Und da hängt es natürlich dann sehr von den Schauspielern ab. Wahrscheinlich auch ein toller Klang. Dann auch tolle Szenenbilder natürlich, weil das spielt ja alles im Zug. Ne? Deshalb bin ich gespannt. Aber eben auch bei solchen Klassikern, da ist es wichtig, dass der Ton richtig rüberkommt. Und Sie, glauben Sie mir, Sie bekommen, egal mit welcher unserer Soundbars, diesen Aha-Effekt. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal so einen richtigen Aha-Effekt hatten, weil der Ton Sie so begeistert hat. Das werden Sie bei den Soundbars kriegen. Unser Einstiegsmodell hier, das habe ich zu Hause bei mir im Wohnzimmer stehen. Perfekt, also wirklich, ich muss sagen, ich kann nur davon schwärmen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, darüber brauchen wir uns bei Pearl ja sowieso nicht zu unterhalten. Vor allem hier, überleg mal, Soundbars gekostet normalerweise viele, viele hundert Euro. Hier dieses tolle Modell jetzt für 75,91 Euro. Ich mag, dass das so schlank ist, dass das so schick ist, so dezent gehalten. Mit der ZX1605 und der 569 haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier zuzugreifen. Wenn auch Sie gemerkt haben einfach, das, was Ralf vorhin beschrieben hat, dass Ihr Fernseher nicht den richtigen Ton hat, dass Sie da vielleicht auch auf der Fernbedienung schon einige Male immer wieder so nach oben geschaltet haben beim Klang und immer wieder den Ton nach oben geregelt haben. Es ist ein bisschen trügerisch, weil man weiß ja nicht, wie der richtige Ton klingt, weil man nur den einen hat. Das ist wie früher unsere Röhrenfernseher, da dachten wir auch, das Bild ist hervorragend. Ja? Ja. Wenn du heute so einen Röhrenfernseher neben die Flach-HD-Fernseher stellst, dann weißt du, wie bescheiden das Bild war. Allerdings hatten die Röhrenfernseher den Vorteil, die hatten links und rechts riesen Hi-Fi-Boxen, da hattest du das Tonproblem nicht. Ja? Ja. Aber das haben wir eben heute. Und wenn sie es einschalten, dann wird es diesen Unterschied geben. Das ist sofort sichtbar. Ja? Und ich muss dann eben nicht mehr in den obere Drittel der Lautstärke gehen, sondern ich kann auch mal ganz gediegen, ganz leise machen und hier trotzdem tollen Klang erzielen. Jetzt sind wir bei unserer zweiten, das ist also der große Bruder. Und der große Bruder von unserer sieht eigentlich optisch auf den ersten Blick genau gleich aus. Das ist die Soundbar. Aber hier kommt noch was dazu. Und zwar ein leistungsstarker Subwoofer. Und so, dass wir hier zu einer Gesamtmusikspitzenleistung von 180 Watt kommen. Jetzt, Platzierung auch unglaublich einfach. Du stellst einfach, also die Soundbar muss zentral zum Fernseher, weil der Fernsehton ja dort herkommen soll, wo das Bild ist. Aber den Subwoofer kannst du irgendwo im Raum hinstellen. Das ist komplett egal, weil die Schallwellen, also Basswellen, die suchen sich ihren Weg, die kommen auf jeden Fall bei ihnen an. Das ist doch super. Und jetzt haben wir hier halt nochmal noch einen Leistungsschub. Also wer sagt, ich höre auch gern laut mal Musik oder ich mache auch gern mal bei so einem Filmeabend, möchte ich wirklich diese ganzen Soundeffekte voll erleben, dann natürlich hier mit 180 Watt nochmal leistungsstärker. Da greifen Sie doch dann zu, oder? Wenn Sie noch ein bisschen mehr Leistung haben möchten mit dem tollen externen Subwoofer, dann hier zugreifen, 123,41 Euro. Die Soundbar, ich finde die so schick. Und dann hast du den externen Subwoofer. Das ist auch schön, dass man den hinstellen kann, wo man möchte. Dass du das jetzt auch noch mal betont hast. Viele werden wahrscheinlich sagen, ja, dann stelle ich den irgendwie unten neben das Fernsehregal irgendwo unten drunter an die Seite oder so. Ne? Ja, viele haben ja so eine Schrankwand im Prinzip, wo der Fernseher drinsteht. Und dann gehst du rechts auf die Seite zum Beispiel. Oder links auf die Seite, da wo er praktisch unauffällig ist, da steht also nicht im Weg. Kannst du ja auch was draufstellen, kannst du ja eine Blume draufstellen oder so. Ja, natürlich, das tut dem ja nichts. Überhaupt kein Problem. Aber oder hier so ein paar Kerzen zum Beispiel.
Beispiel? Ja, können wir gerne machen. Machen wir ein bisschen Kerzenmode. Und jetzt schauen wir mal, was für Musik, weil auch hier können wir natürlich Musik hören über diese Soundbar. Ich muss sie nur einschalten. Ich muss jetzt natürlich von vorne hin. Aber jetzt hören wir mal so richtige Filmmusik. Ja. Und hier können wir schon erahnen, was da für ein Klang rauskommt. Auch hier sehen wir jetzt ganz deutlich diese vier Lautsprecher. Siehst du, wie die durchschimmern? Vier links, vier rechts. Also auch hier natürlich diese 3D-Sound. Also wenn ich den nicht einschalte, wenn ich ihn ausgeschaltet lasse, dann sind alle vier Lautsprecher auf jeder Seite gleich angesteuert. Das heißt, du hast die gleiche Lautstärke. Aber wenn du 3D-Sound machst, dann werden die unterschiedlich angesteuert. Und das heißt, du hast wirklich so einen raumfüllenden Klang, weil überall, wo du kommst, kommt die gleiche Lautstärke an. Muss man einfach ausprobieren. Ja, beim Filmen wird es wahrscheinlich mit dem 3D-Sound besser sein. Bei Nachrichten mache ich den normalen Sound. Aber einfach mal ausprobieren und vor allem installieren. Und jetzt haben immer viele Angst, Technik installieren. Es ist so unglaublich einfach. Ja? Du stellst die hin, brauchst hinterm Fernseher hast du Steckdosen reinstecken. Und die modernen Fernseher von heute haben alle diesen optischen Eingang. Also der ist entweder optisch oder mit Toslink beschrieben. Und damit gehst du rein mit einem Toslink-Kabel, nennt sich das. Oder wenn du noch ein älteres Modell hast, dann eben über Cinch, Stereo Cinch. Auch da haben wir den Anschluss dazu. Und dann ist fertig. Und ab dem Moment hast du einfach die Möglichkeit, den Klang wieder richtig zu hören. Und da sehen wir auch mal so einen Fernseher. Du siehst unten links, rechts nur so einen ganz kleinen Rand. So wie unser Studiofernseher. Und ich muss sagen, also es gibt viele Filme, die mich begeistert haben. Aber tontechnisch, als ich damals im Kino war, hat er mich so begeistert. Und zwar ist das ein Steven Spielberg-Film, Der Soldat James Ryan. Ja, und da geht ja um den D-Day, also Sturm oder die Eroberung der Normandie. Und ich mache hier jetzt mal ein klein wenig besser. Und am Anfang, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben viele haben den wahrscheinlich gesehen, den Film. Und am Anfang kommt diese Wasserschlacht, die Landungstruppen kommen an. Und du hast ganz, ganz viele Szenen, wo Unterwasser und Überwasser immer abwechselnd. Und das hat Steven Spielberg tontechnisch so richtig schön rüber gemacht. Und das kommt bei so einem Fernseher überhaupt nicht rüber. Überhaupt nicht, überhaupt keine Chance. Mit dieser Soundbar hast du diese Effekte wieder. Das ist jetzt was ganz, ganz Krasses. Es gibt auch andere Filme, die ich zu meinen Lieblingsfilmen zähle, zufälligerweise auch wieder. Schindlers Liste, Steven Spielberg, und zwar Schindlers Liste. Und das ist ja jetzt nicht gerade ein Actionfilm. Aber schon allein, wenn man die Schlusssequenz sich vor Augen hält, am Schluss laufen alle Schauspieler mit ihren Darstellern, laufen zum Grab von Oskar Schindler und legen dort einen Stein ab. Und da liegt so ein gefühlvolles hebräisches Lied. Ja. Und dieses Lied allein, jetzt mit dem richtigen Klang, du kriegst Gänsehaut, wenn es so wieder läuft. Ganz anders, als es mit einem ganz normalen Fernseher wäre. Weil, wie gesagt, da verpuffen diese Effekte. Ja, es sind auch manchmal die emotionalen Momente, die einen da mitnehmen. Ne? Und die kann man dann nur spüren, auch wirklich spüren, wenn man so eine Soundbar hat. Deshalb, Sie brauchen einfach eine Soundbar. Hier das Modell mit dem tollen externen Subwoofer. Auch hier die Soundbar, selbstverständlich Bluetooth-fähig. Der USB-Media-Player für Sie mit integriert. Das heißt, auch vom USB-Stick zum Beispiel einfach mal Musik über die Soundbar hören, ist hier kein Problem. Oder halt das Smartphone oder das Tablet per Bluetooth verbinden, ist kein Thema. 180 Watt Musik, Spitzenleistung, diese schicke Klavierlackoptik. Und Sie haben selbstverständlich die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. 123,41 € mit der ZX1607 und der 569. Wenn Sie sagen, Soundbar, ja, wenn schon, denn schon. Ja, wenn ich mir eine nach Hause hole, dann soll das auch was richtig Phänomenales sein. Dann haben wir hier jetzt das passende Modell für Sie. Und hier können wir sagen, glotzen und nicht kleckern. Das ist unsere leistungsstärkste Soundbar. Da müssen wir gleich mal sagen, im Vergleich bei anderen Herstellern kostet eine solche Soundbar gerne mal 500 €. Weil die hat eine Musikspitzenleistung von bis zu 250 Watt. Mhm. Aber was sich dahinter alles verbirgt, sieht man am besten, wenn man jetzt mal einfach mal den Tiger rauslässt. Und das machen wir. Wir lassen den Tiger raus. Einfach diese Abdeckung. Da gehe ich mal auf den Boden. Die ist einfach nur drauf gesteckt. Die machen wir runter. Und jetzt schauen Sie mal, was da zum Vorschein kommt. 15 Lautsprecher. Und die haben jetzt also wirklich die genügend Kraft hier, um wirklich diesen perfekten Klang in ihr Wohnzimmer zu bringen. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch diese 15 Lautsprecher in 5 Gruppen gruppiert, sodass du auch hier wieder einen perfekten 3D, also diesen raumfüllenden Klang, dir ins Wohnzimmer holen kannst auf Knopfdruck. Hier noch eine kleine Besonderheit, das ist auch unglaublich einfach anzuschließen. Und
Und zwar kannst du zwei Soundquellen gleichzeitig als Eingang einschließen. Das wäre zum Beispiel auch eine Spielekonsole, SAT-Receiver, und gehst dann wieder mit HDMI raus an den Fernseher, an irgendeinen Eingang. Sollten jetzt Sie im Fernseher schon einen Tuner drin haben, das haben viele Fernseher heutzutage, dann muss ich einfach nur auf diesen HDMI-Ausgang mit einem Punkt auf Ihrem Fernseher, und zwar steht da ein HDMI-Anschluss, das ist meistens der HDMI 3, der ist bezeichnet mit ARC, Audio Return Channel, dort rein mit HDMI, hier in die Soundbar mit HDMI, und schon ist es fertig. Also einfacher kann es gar nicht gehen. Ach, das ist doch so toll, oder? Fantastisch das Ganze für 284,91 Euro. Versandkostenfrei kommt die zu Ihnen nach Hause. Und da haben Sie 250 Watt enorme Leistung bei sich zu Hause. Unsere tolle Soundbar hier, das ist der Wahnsinn. Also was da für ein Klang rauskommt, das macht dann richtig Spaß. Und jetzt kommt noch so zusätzlich was. Das ist eine 6-Kanal-Soundbar, die auch einen 5.1 Surround-Sound unterstützt. Den kannst du hier digital anschließen, also wenn du solche Lautsprecher noch hast. Und dann hast du noch zusätzlich praktisch zu deinem 5.1 diesen 3D-Sound. Das wäre die absolute Krönung. Aber ich denke, den allermeisten reicht das, wenn das hier am Fernseher ist. Oder Spielekonsole, Spiele spielen mit dieser Soundbar ist ein ganz anderes Spiel, als wenn ich es mit normalen Lautsprechern spiele. Ja. Also und hier natürlich auch nicht nur Fernsehton, sondern ebenfalls Bluetooth-fähig. Also Smartphone oder Laptop oder Tablet damit verbinden, Musik abspielen. Und wir machen das gerade eben, das sehen Sie auch, glaube ich, mit so einem kleinen USB-Stick haben wir rein. Also das geht hier auch ohne Probleme. Und jetzt hören wir mal so was Gefühlvolles, wie ich vorhin angesprochen habe. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du das jetzt so hörst, als wenn es nach hinten an die Wand gesendet wird. Ja, es kommt, es gehen einfach viele, viele Emotionen gehen verloren durch den Ton, wenn der nicht richtig bei Ihnen vorne ankommt. Da hören wir auch mal diese leisen, leisen Töne. Ne? Das ist schon was ganz anderes, wenn man so eine Soundbar hat. Und man wird das richtig genießen, wenn man die zu Hause hat. Deshalb greifen Sie hier zu, also zu so einem Spitzenpreis. Der TV-Sonderpreis von 284,91 €, der ist jetzt und bis zu 2 Stunden nach dieser Sendung für Sie gültig. Und Ralf hat es gesagt, die ist ganz einfach anzuschließen. Dann haben Sie den besten Klang für Ihren Fernseher. Und Sie können ja auch so perfekt Musik hören über Bluetooth oder über den USB-Stick auch, so wie wir das jetzt ja auch hier machen. Da kann man auch seine Lieblingslieder dann gern mal in voller Lautstärke hören. Man hat dann auch, wenn man mal Freunde, Bekannte da hat, eine kleine Party hat, immer perfekte Musik direkt aus ordentlichen Boxen, aus ordentlichen Lautsprechern. Du bist auch so eine, die bei Hausarbeit gerne laute Musik hört, oder? Ja, ich höre super gerne. Auch beim Backen, auch, beim Kochen höre ich gerne laute Musik. Ist das natürlich auch perfekt. Und mit 250 Watt, ja, wenn ich da oben am Anschlag bin, dann kann ich auch mal die Nachbarn kräftig ärgern. Muss ich aber nicht. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Lautstärke, die hier möglich ist, sondern es geht natürlich um die Tonqualität, und die ist hier zweifelsohne brillant. Jetzt haben wir mal, unten ist natürlich hier dieses Teil normalerweise angebaut, das haben wir mal ausgebaut, um Ihnen zu zeigen, wie einfach das ist. Wir haben übrigens auch noch 2 Mikrofoneingänge, wenn man die benutzen will, aber das Wichtige ist hier oben, schau mal, da haben wir diese 3 HDMI, also einen Out und 2 In. Jetzt kann ich mit 2 Geräten, also ich habe vorhin gesagt, zum Beispiel auch eine Spielekonsole, könnte aber auch DVD-Player sein, gehst du hier rein und gehst dann raus an den Fernseher. Andersrum ist es, wenn der Fernseher, wenn der da der Receiver schon drin ist, dann einfach die ARC, da steht aber in der Bedienungsanleitung, den HDMI-Ausgang nehmen. Das ist dann nämlich auch ein Eingang, also dann ist es nämlich auch ein Audio-Return-Channel, also auch ein Ausgang, und den dann hier anschließen. So einfach ist das. Das ist die Unterstützung der 5.1-Anlagen, die ich hier machen kann. Und du siehst, dann kommt nur noch der Strom dran. Also das kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich habe schon von welchen gehört, die haben einfach nur noch 2 zusätzliche HiFi-Boxen, die sie zu Hause hatten, mit angeschlossen. Kann man auch machen. Aber ich finde jetzt, also wirklich nur vom Klang her, finde ich jetzt diese Soundbar schon mehr als ausreichend. Es ist also wirklich ein sensationeller Klang. Das muss man einfach sagen. Und wer sagt, okay, eben klotzen, nicht kleckern, dann ist diese Soundbar genau das Richtige. Und da sehen wir diesen raumfüllenden 3D-Sound mal animiert. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Das ist fantastisch, ne? Wenn der Klang dann so richtig im Raum rumgeht. Und du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt mit der Spielekonsole. Ich meine, viele haben ja eine Spielekonsole zu Hause. Wahrscheinlich auch die Herren, die uns jetzt zuschauen. Ne? Haben sie eine Spielekonsole zu Hause?
die da anschließen, überleg mal, gerade diese Effekte dann in einigen Spielen, wenn man die dann über so eine Soundbar zu Hause im Wohnzimmer hat, das ist doch dann der Wahnsinn, wenn du da alleine zum Beispiel, also so Fußball spielst über die Spielekonsole. Genau, da hast du Stadionatmosphäre. Das Gefühl, ja, da hast du richtig Stadionatmosphäre zu Hause. Da hast du das Gefühl, du stehst mit auf dem Rasen. Oder dann natürlich auch diese Spiele, wo du dann da in so einer Mission bist. Ja, da bist du richtig mittendrin dann auch. Das ist richtig toll. Deshalb, gerade bei diesem raumfüllenden Klang, den wir ja gerade noch mal grafisch dargestellt gesehen haben, da bist du wirklich dann in deinem Wohnzimmer mittendrin. Und das macht es dann auch aus. Also hier zugreifen, 269,50 Euro, greifen Sie dazu. ZX1603 und die 569. Und wir fassen noch mal für Sie zusammen, welche Modelle wir gerade gesehen haben. Denn wir haben begonnen mit unserer tollen Einstiegssoundbar, mit der ZX1605 und der 569 für 75,91 €. Das ist natürlich ein kleiner Preis für eine Soundbar, die man sich gern mal nach Hause holen kann. Gerade wenn man dann ein günstiges Einstiegsmodell haben möchte, wenn man das mit der Soundbar mal probieren möchte, 75,91 €. Ja. Toll, oder? Absolut. Ich habe sie zu Hause. Anschluss ganz einfach per Toslink. 80 Watt Musikspitzenleistung, natürlich auch Bluetooth-fähig und natürlich auch hier mit einem USB-Stick hier zu füttern, wenn Sie das möchten. Also ich sage jetzt einfach mal füttern, aber ich glaube, Sie wissen ja, was ich meine. 75,91 €, denke ich, ist ein sehr überschaulicher Preis. Wer mal überschaubarer Preis, wer mal jetzt irgendwo im Fachhandel war, weiß, dass die normalerweise viel, viel hochpreisiger sind. Nochmal eins weiter, wer sagt, nee, 80 Watt reichen mir nicht, ich will 180 Watt und auch noch einen externen Subwoofer, da haben wir dann das zweite. Optisch eigentlich fast nicht zu unterscheiden von der ersten, nur innerlich natürlich. Natürlich wesentlich leistungsstärker und vor allem zusätzlich der Subwoofer dabei. 180 Watt Spitzenleistung, 4 Lautsprecher links, 4 rechts für beide Kanäle, damit ich diesen 3D-Sound erzeugen kann. Und dann natürlich den Subwoofer noch dazu. Bluetooth-Fähigkeit und auch ein MP3-Player, also USB, ist hier natürlich auch wieder selbstverständlich. Die ZX1607 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Der TV-Sonderpreis 123,41 €. Bitte schnell in die Leitung gehen. Unsere Einstiegssoundbar für unter 80 € ist auch gerade schon stark nachgefragt. Das ist natürlich ein sensationeller Preis. Da die ZX1605 und die 569 die Bestellnummer. Oder Sie sagen, wenn schon, denn schon, dann gleich hier das Beste vom Besten, 284,91 € mit der ZX1603 und der 569. Die kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Ja, schon eine Erscheinung, die fasziniert. Wir sehen, wenn wir jetzt die Abdeckung abmachen, das können Sie wahlweise natürlich auch tun. Ja, diese 15 Lautsprecher, zwei Subwoofer-Röhren hier auf der Seite, also Bassreflexröhren, sorgen für einen unglaublichen Klang. 250 Watt Musikspitzenleistung, ganz einfach über HDMI anzuschließen. Sieht richtig toll aus. Bluetooth-Fähigkeit, selbstverständlich. Und auch die Möglichkeit wieder per USB-Stick einfach vorne rein und auch von da Musik abspielen. Aber es geht natürlich in erster Linie um die Defizite des Fernsehers, um wirklich wieder den klaren Ton beim Fernsehen schauen rauszubringen. Ob das jetzt eben Informationssendungen sind, Dokumentarfilme oder dann eben die Blockbuster, wo eben auch die Toneffekte eine ganz, ganz wichtige Rolle für den Gesamteindruck des Films spielen. Deshalb, wir haben Ihnen heute drei fantastische Soundbars gezeigt. Ja? Ein tolles Einstiegsmodell, ein tolles Modell mit dem externen Subwoofer und hier unser Premium-Modell mit richtig, richtig tollem Klang, mit ordentlich Wumms dahinter, ja? Was auch noch unglaublich schick aussieht. Deshalb, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu bestellen zu den TV-Sonderpreisen und Sie müssen bestellen, weil man braucht einfach eine Soundbar. Also da geht kein Weg dran vorbei. Die Fernseher heutzutage, Ralf hat es erklärt, haben die Lautsprecher einfach nicht mehr nach vorne zu uns, die wir vor dem Fernseher sitzen, ausgerichtet. Deshalb, wenn Sie den optimalen Klang haben wollen, eine Soundbar bitte bestellen. Und jetzt haben Sie ja noch die tollen TV-Sonderpreise, deshalb gleich zugreifen und dann immer den besten Klang genießen.